Gold, Pokal, Adventure, Starlight Football Club, FIFA 13, Ultimate Team, Kickl.on, BSC, es geht weiter im Viertelfinale nach dem souveränen 4:2-Sieg gegen die Chicago Bulls mit Barcelona-Wappen nach 0:2 Rückstand im eigenen Olympiastadion. Jetzt also die nächste Runde, bin ich gespannt. Ich glaube, irgendjemand hatte da nicht mit Vertrag. Okay. Achso, das war Jarvis, ja, der ist ja wieder draußen. Okay, dann ist alles okay. Ansonsten Fitness habe ich ja gerade erst gemacht, Moral ist auch wieder hochgegangen ein bisschen, sehr schön. Chemie ist sowieso bei 100. Mal gucken. Wird wahrscheinlich diesmal kein Heimspiel werden. Sowas ist ja eigentlich eher eine Seltenheit. Ja. Suche Gegner, suche Gegner, suche Gegner. Genieß die schöne Hintergrundmusik. So, Auswärtsspiel, aber ist nicht schlimm. Gelbe Latenz. Oh, Hertha-Trikot. Boah, das gefällt mir. Ich hätte jetzt auch mein Hertha-Trikot nehmen sollen, ne? Mein Auswärts-Hertha-Trikot. Das wäre lustig gewesen. Naja. So. Ja, sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Iniesta da links. Hm. Aber gut. Hab schon... Oh, schon wieder Regen. Och Mann, warum regnet es eigentlich immer bei wichtigen Spielen? Und wieso muss ich bitte gegen Hertha spielen? Das tut mir im Herzen weh. Rune. Balotelli. Juan Mata. Balotelli zurück. Oh, Juan Mata hat den Ball nicht mitnehmen können. Nicht ordentlich mitnehmen können. Das war gut. Rausgelegt auf Walker. Rune. Bisschen Ping-Pong. Walker. Juan Mata. Oh, schade. Das ist eben auch der Nachteil in Regenspielen. Das ist bestimmt auch lustig. Iniesta im Hertha-Trikot. Sowas gibt es nur bei FIFA. FIFA 14 vorbestellen. Ab jetzt. Dun 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 dun. Ihr holt euch wahrscheinlich auch FIFA 14, oder? Ich meine, gut, wenn man natürlich das Geld dafür hat. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. So als junger Mensch. Ja, das war gut. Und jetzt in die kurze Ecke hauen. Natürlich ist der Torwart da. Was auch sonst. Was ah, jetzt? Lange Ecke! Nein! Lange Ecke, kurzer Sinn, oder was? Überhaupt keinen Sinn in dem Fall. Zwei riesen Chancen, gleich mal wieder in Luft aufgelöst. Cesc Fabregas. Ja, Higuain. Hm. Hat er fast den alten Alex Ferguson da unten abgeschossen. Die sehen irgendwie beide gleich aus. Hat er auch Ferguson als Trainer? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt simuliert wird bei FIFA. Das ist echt der aussehende Trainer. Hm. Wäre mal interessant, ne? Das zu erfahren. So, da oben steht er frei. Was? Ein Ruckler? Nein, das sollte ein Laufpass eigentlich sein. Habe ich auch gedrückt. Warum spielt er dann nicht in den Lauf? Rune. Maicon läuft. Ein Tick zu langsam. Song. Scheiße. War klar, dass es so endet. Kommt zurück zum Torwart und er hat ihn sehr schön, souverän. Und da geht die ganze Mist von vorne los. Der passt nach vorne und der lange Ball. Und da ist ein Kopfball. Oder? Oh, oh, oh. Wird nochmal gefährlich. Balotelli kann den Ball nicht für sich behaupten. Leider, leider. Cole. Ah, das ist unpräzise, schlampig. Hm. Kein Foul. Nee. Das habe ich auch so gesehen. Juan Mata. Mann, kommt doch mal zu Potte, wenn ich da auf Passen drücke. Kann doch nicht so ewig dauern. Cole. Aga. Hazard, sehr schön, Cole. Irgendwie irgendwas da rausholen. Nein, der sollte zu Balotelli gehen. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. For that. Ja. Juan Mata, ja, ja, auf Rune. Und der kann schießen, der kann schießen. Ja, gut, kann, muss aber nicht. Och Mann, warum leckt es denn plötzlich so? Das gibt's doch gar nicht.
Ist ja voll nervig. Hier, immer diese kleinen Dauerruckler da. Hazard. Torre. Juan Mata. Yes! 25. Minute, 1-0 für Starlight. Wie schön ist das? Oh, jawohl, jawohl. Jetzt müssen wir das nur über die Zeit bringen. Nein, natürlich nicht. Ah, super. Also, es freut mich, dass es heute einigermaßen läuft. Ich habe auch schon schlechtere Tage gehabt, wo das nicht so gut war. Und jetzt, ja, liegt es in unserer eigenen Hand. Ja, zu weit vorgelegt muss ich eigentlich nutzen. In dem Fall hat er es wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Oh, jetzt gibt's Ecke. Ich bin ein Riesenfan von Ecken. Ich hoffe nicht, kurz vor dem entscheidenden Kopfball kommt dann so ein blöder Ruckler. Nee, zum Glück nicht. Ja, Loris unsicher. Wurde vom eigenen Mitspieler da gestört, glaube ich. Ja, das ist natürlich blöd, ne? So Laufpass muss anders kommen. Aber wie gesagt, FIFA-KI sollte ja verbessert worden sein. Zu FIFA 13. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel von gespürt. Und was ist das denn bitte? Ich wollte einen langen Abwurf machen. Wie zur Hölle geht dieser Ball bitte ins Tor? Wieso kommt Iniesta da an den Ball? Ich wollte doch weit werfen. Das verstehe ich gerade gar nicht. Ich habe das gerade gar nicht richtig mitbekommen. Plötzlich kullert da der Ball ins Tor. Ich habe schon nämlich auf den Spieler da vorne geguckt, irgendwie. Toll! So ein Scheiß, ja? So kann man Gegentor kassieren in so einem wichtigen Spielen. Schieß doch, Mann! Wieso? Ich habe fünfmal gedrückt. Der schießt einfach nicht. Ach, Mann. Komm, Walcott, irgendwie hinterher. Oh. Das ist auch albern, sowas. Abseits. Dankeschön. Ah, ich hasse Regenspiele echt. Das ist so nervig. Das ist Spieltempo mal viel höher. Foul! Ja, wollte ich gerade sagen. Gelb. Alles berechtigt. Der Schiedsrichter gefällt mir. Piqué im Hertha-Trikot. Das arme Hertha-Trikot. Ja, ich bin nicht so ein Piqué-Fan. Komm, ich schieße einfach mal direkt drauf. Oh. Ich schieße oft gegen die Mauer, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Komm, hallo. Flanke. Yes! Er hat das Kopfballduell gewonnen. Warum leckt es die ganze Zeit so verdammt? Ja, ja, Touré gewinnt das Kopfballduell. Das ist ja unfassbar. Hätte ich nie mitgerechnet. In einem von 100 Fällen köpft er den ins Tor. In 99 Fällen wird er rausgeköpft oder er köpft ihn drüber. Hier einfach zack drin. Joe Hart kann nichts machen. Wie heißt der Tor? Loris, ne? Oder, ich weiß gar nicht. Joe Hart war der Tor im letzten Spiel. Ich nehme es gerade hintereinander auf. Ich bin da gerade ein bisschen durcheinander. Achtung, Einwurf wird sofort ausgeführt. In dem Fall schlechte Wahl vom Gegner. Touré, Cole. Ah, oh, ist ein bisschen weit, aber hat er noch super. Ja, ja. Ja, da dreht er sich gerade um, wenn ich spiele. Weil er wahrscheinlich nur abseits stand, ne? Super gemacht. Was? Was ist jetzt los? War abseits? Oder habe ich irgendwo gefault? Manchmal ist es doch so, dass er plötzlich abpfeift, weil irgendein Spieler von der KI da gefault hat irgendwo. Im Mittelfeld. Ah! So. Ja. Ja. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, was ich machen wollte, oder? Maicon. Touré. Irgendwie. Nee.
4 Minuten Nachspielzeit. Wieso? Wo kommen die her? Selbst in England würde es für so ein Spiel nicht 4 Minuten Nachspielzeit geben. Wo kommen die denn her, die 4 Minuten? Wo war hier bitte mal eine lange Unterbrechung? Könnt ihr mir bitte erklären, woher 4 Minuten Nachspielzeit kommen? Die wollen mich doch wieder nur ärgern, damit er genug Zeit hat, noch einen Ausgleich vor der Halbzeit zu schießen. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wo 4 Minuten Nachspielzeit herkommen sollen. Ja, und es waren dann am Ende nämlich gar keine 4 Minuten. Das waren 2 Minuten. Aber natürlich, als er gesehen hat, dass ich einen Konter kriege und vielleicht selber noch ein Tor schießen kann, dann bricht er natürlich die Nachspielzeit ab. Ich glaube, FIFA hat nicht verstanden, dass die angegebene Nachspielzeit auch eingehalten werden muss und dass 4 Minuten bedeutet mindestens 4 Minuten. So, weiter geht's. Das heißt es erstmal Ball erobern. Ja, so kann man auch den Ball erobern. So, nee, lass dich nicht von dem... Oh. Er soll sich nicht von dem da so schubsen lassen. Ja, gut, dass es keine Ecke gibt. Vielleicht ein bisschen sauer gewesen, dass Loris da so hingeht, aber gut. Ach Mann. Ich musste es versuchen. Du liebe Güte. Und diese kleinen Ruckler bleiben bestehen. So, das war gut. Cole. Ja, fast. War nicht allzu schlecht. Die Idee zumindest. Loris. Nein! Mann! Die Pässe kommen natürlich genauso. Oder der Pass kommt natürlich genauso, dass der Gegner noch rankommt. Der Vorteil, der war aus! Ich hab's doch gesehen, das Lämpchen ist gerade ausgegangen davor. Ja, Balotelli mit einer etwas verzweifelten Grätsche. Ja, das war ganz scheiße. Iniesta. Kompany, super Arbeit, super. Der Pass ist auch super. Und jetzt ist ein bisschen Platz da für Walcott. Und der ist schnell, aber der Piqué hat da irgendwie einen Laufvorteil. Wohin mit der Kugel? Rooney. Der kriegt doch nicht im Ernst durch so eine Aktion den Ball. Da kannst du dann wirklich nichts machen am Controller. Und was ist denn das von Kompany? Super, Loris. Und danke, Gegner, dass du da nicht geschossen hast. Das war eigentlich eine... Das war eigentlich schon ein Gegentor. Da habe ich jetzt Riesenglück gehabt. Aber ich meine, durch selbstverschuldete Dummheit kam das ja erst zustande. Hazard. Oh Gott, das ist noch lange nicht durch hier. Rooney. Na, jetzt vielleicht! Oh, schade. Ich gehe mal auf Defensiv. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich lasse mich hier demnächst mal auskontern. Ich krieg auch nicht mehr viel auf die Reihe, muss ich ja sagen. Hallo Telly, jetzt lauf, Junge! Sehr schön. Tor! Yes! 70. Minute! Und das war wichtig. Aus dem Nichts, plötzlich. Gut, dass er ein Tor draus geholt hat. Dankeschön. War ein bisschen übermütig.
und ja, da den Tor draus zu holen. Ein bisschen unüberlegt, Loris gerade so. Jetzt darf ich aber nicht hier plötzlich denken, ich wäre schon durch. Ja, den kann er auch mal fangen, finde ich. Damit sowas nicht passiert! Mann! Da kannst du wieder überhaupt nichts für machen. Aber da die Situation eben, warum schlägt Loris den da raus? Da muss er ihn woanders hinschlagen, aber nicht da einfach in die Mitte. Hier, da, wieso dahin? Mann! Schießt du so ein wichtiges 3-1 und kassierst prompt wieder Anschlusstreffer. Balotelli. Juan Mata. Rooney. Hau ihn weg. Danke. Wo sind meine 11 Spieler? Ja. Warum nicht? Balotelli! Mit der Chance! Oh. Liebe Güte. Kompany! Jetzt nicht den Ball verlieren. Walcott. Maicon. Touré. Hazard. Auf links, Cole. Nee. War nicht gut. Song. Sanchez. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen still. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Das ist jetzt wichtig. Oh, und das war super. Es war kein Foul, aber ich habe den Typen dazu gebracht, den Ball zum Abschluss rauszukicken. Das war sehr gut. Jordi Alba. Ja. So. Nee, zu steil. Ich sollte aufhören mit den hohen Bällen. Ich habe ja alle Zeit der Welt. Ich habe es nicht eilig. Ja. Gar nicht so schlecht. Balotelli da an den zweiten Pfosten. Da ist er! Oh, ich dachte, er kann den Ball da noch vor Viktor Valdes rausspitzeln. Maicon. Meine Güte. Ja, wieder eine Minute Nachspielzeit. Die könnte reichen. Ja, das war super gemacht. Schade, dass er deinen Kopf verkriegt. Ist er prompt wieder vorne, der Ball. Ja. Komm, und jetzt einfach nicht den Ball verlieren. Und jetzt da in die Ecke. Dann sollte es eigentlich gewesen sein. Also, wenn die eine Minute stimmt, dann muss es das gewesen sein. So, da ist es nochmal. Und jetzt ist es sicher. Ich gewinne dieses Spiel. Sehr schön. Passiert selten, dass ich dann in der 90. Minute nochmal das Tor schieße. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wie viel muss es jetzt stehen? Steht es jetzt 3-1 oder 4-2? Ne, es steht schon wieder 4-2, genau. Also, schon wieder ein 4-2. Meine Güte. Unfassbar. Ja, und da ist es gewonnen. 4-2 und 4-2. Lustig, tralalala. Und wir sind schon wieder in der nächsten Runde, liebe Freunde. Hoffentlich ist das nächste Spiel nicht schon wieder im Regen. Frage ist, soll ich jetzt gleich noch ein Spiel aufnehmen, weil ich gerade gut drauf bin. Aber ich glaube, ich sollte das nicht ausreizen. Und außerdem habe ich nicht so viel Zeit. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal um sie aufnehmen. Super. Diesmal ist Rooney der Spieler des Tages. Hat auch einen guten Job gemacht. Also, da ist doch wieder alles widerlegt. Von wegen Regenspiele liegen wir nicht. Gegner waren, naja, waren jetzt nicht die besten, muss man ja auch zugeben, aber naja, ist schon souverän, denke ich mal. Ja, hier ist dann das nächste Spiel.
Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuhauen. Und ja, ciao, ciao.